Wie kann man den Dajjal erkennen und wie soll man sich schützen vor ihm? Schützen, indem wir welche 10 Ayat von welcher Sura lernen? Idris? Die ersten 10 Ayat von Surat Al-Kahf. So schützen wir uns. Bi'idhnillah ta'ala. Die Frage ist dann, wie erkennen wir ihn? Der Dajjal wird ein Merkmal haben zwischen seinen Augen. Was steht zwischen seinen Augen? Kafir. Aber wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Wer kann das nur lesen? Nur die Gläubigen. Kein anderer. Wenn ein Gläubiger des Lesens unkundig ist, kann er es trotzdem lesen? Ja. Antwort ja. Er wird es trotzdem lesen können. Subhan al-Malik. Allah wird sie vor der Fitna schützen. Bi'idhnillah as-Sami' al-Alim. Ya dhakir al-Ashab, kum mutadiban. Ya dhakir al-Ashab.